Du wirst alt. Ich merke das. Wenn ich auf Tour bin, habe ich ja ganz oft, miete ich mir einen Tourwagen. Und jede Automarke hat sein eigenes Navi-System, Bordsystem. Das heißt, ich sitze auch da erstmal ein paar Minuten im Auto und sage, okay, was jetzt? Touchpad? Was ist diese Sprachsteuerung? Was sind das hier für Knöpfe? Da fange ich erstmal von vorne an. So, okay, wie funktioniert dieses System? Und vorletztes Jahr hatte ich, glaube ich, so eine Art Lowlight, wo ich merkte, Kai, du bist wirklich alt. Obwohl, ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Da wäre jeder von euch gescheitert. Und zwar habe ich mir einen Mietwagen am Zürich Flughafen ausgeliehen. Und ich glaube, mein Vormieter war Russe. Sind Russen hier, bevor ich weiter erzähle? Ich will nur wissen, in welche Richtung ich gleich rennen muss. Nur damit. Ist kein Russe hier. Dann habe ich erst recht. Ja, warum jetzt erst? Musst du den Pass nachschauen, oder was? Du siehst aber ganz nett aus. Also du siehst, noch lachst du. Und bis du auf der Bühne bist, bin ich weg. Komm, das ist okay. Sprichst du Russisch? Ja. Machst du Folgendes, wenn du dir einen Mietwagen ausleihst, stellst du das ganze Bordsystem auf Russisch ein oder ist dein Deutsch gut genug? Nee, ne? Dein Deutsch ist gut genug, schätze ich mal. Okay, sag nichts mehr. Gut. Vielleicht war das dein Mietwagen, den ich ausgeliehen habe, weil der Wagen war komplett auf Russisch eingestellt. Wisst ihr, ich habe mich. Der Wagen hat mich auf Russisch begrüßt. Ich habe die Tür aufgemacht. Ist noch jemand in dem Auto? Entschuldigung, ich habe das Fahrzeug für mich alleine gemietet. Alles auf Russisch eingestellt. Ich kann kein Russisch. Ich habe versucht, das wieder zurückzustellen, aber ich weiß ja nicht, was auf Russisch Einstellung oder Sprache heißt. Ich habe einfach so wild rumgefummelt. Da kamen Schweizer vorbei, die dachten, ich wäre ein Hacker. Wisst ihr, ich habe einfach die Adresse reingehauen und bin losgefahren, weil sonst hätte es ewig gedauert. Das war eine sehr bizarre Autofahrt, das kann ich euch sagen. Weil ich wusste, ich bin in der Schweiz. Ich habe rausgeschaut, ich habe die Schweiz gesehen. Und die ganze Zeit einen Russen im Ohr. Das war wie die Schweiz mit russischen Untertiteln. Ich bin wirklich so gefahren. Ich schwör's euch, wenn mich einer nach dem Weg gefragt hätte, ich hätte auf Russisch geantwortet. Ich hätte Entschuldigung, wo geht's nach Luzern?